Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben das letzte Mal hier diesen interessanten Auftrag gemacht mit Joshua. Diesem Typen da, der sich als, würde man sagen, Messias sieht und sich opfern möchte. I don't know. Lief er irgendwie am Schluss dann in eine etwas falsche Richtung? Ich glaube, die Reihe dort ist mit ihm jetzt abgeschlossen und da haben wir, glaube ich, ein bisschen was verpasst. Wenn ich das so richtig verstehe. Ich kann kurz mal im Telefon schauen, ob es da irgendwie... einen Kontakt gibt. Aber es sieht nicht so aus. Schon so irgendwas. Naja. Vielleicht ein bisschen doof. Mal schauen. Ich würde sagen, wir machen heute noch ein paar NCPD-Delikte. Blauen Aufträge hier und dann schauen wir weiter. Eigentlich wollte ich das Ganze offline machen, allerdings ja, habe ich dann doch bemerkt. V, do you have a moment? Need to talk? I mean no longer moment. Can you come by the camp? I have a problem. Got a problem and you're calling me? I thought you rejoined the family. Well, I... yes, I did. But I thought... I suppose that means you're not willing to come. Am I right? Ja, eigentlich gerade nicht, aber... nicht das sagen. On my way. Phew, thanks. That's good to hear. Give me a little more intel. What's your grief? Well, it would be better to... Let me guess. Saul, right? You know me well. Mm-hmm. See you soon. With a little help from my friends. Na, wie gesagt, eigentlich wollte ich diese ganzen NCPD-Aufträge offline machen, allerdings gibt es da immer eine kleine Geschichte dazu. Ist zwar meistens ja immer schon ein bisschen das Gleiche, man soll Leute einfach abmurksen und bekommt da irgendwie nicht wirklich viel Spezielles. Aber ich dachte mir eben, dann mache ich das halt durch einfach während dem Spiel. Geht ja meistens auch nicht so lange. Außer man hat da so ein Cyber-Psycho. So. Ups. Ein bisschen zu viel Power. Ich möchte bloß nicht gehen, dass die alle tot sind.
Jack Driver, Pablo Silva, hat sich dazu entschlossen, den radikalen Verräter beizustehen. Jahrelang hat er den Konzernen gedient und Befehle von den Feinden unserer großartigen Nation angenommen. Er und seinesgleichen haben nur eines verdient: den Tod. Wir zahlen ihm zurück, was er und die anderen Morton angetan haben. Rot, Weiß und Blau. Eine neue Zeit ist angebrochen. Pablo Silva und Salma Silva. Salma, nimm alles aus dem Tresor, schnapp dir die Kinder und verschwinde aus der Stadt. Was ist passiert? Du weißt, was du zu tun hast. Tu es einfach. Schon dabei, aber sag mir, was los ist. Pablo? Gunners Leute haben Morton umgelegt. Alle spielen verrückt. Es ist ein verdammter Coup. Oh Gott! Ich hab dir doch gesagt, dass dieser Job keine gute Idee war. Wirklich? Salma? Muss das jetzt sein? Ich werde auf dich warten. Außerhalb der Stadt? An unserem Ort? Ja, sei vorsichtig bitte. Wenn ich in 2 Stunden nicht da bin, geh ohne mich. Ich muss vorher noch was erledigen. Was denn? Es geht um deine Sicherheit. Bitte komm einfach her. Ups, egal. Ich treffe mich nur mit einem Typen von NCPD und gebe ihm ein paar Dokumente. Dann ist das alles vorbei. Warte einfach weiter auf mich, okay? Okay. Pablo, alles in Ordnung? Ich bin noch hier. Pablo, ich mache mir Sorgen. Schreib bitte irgendwas zurück. Egal was. 7 verpasste Anrufe von Selma. Tja. Ja. Eben, da gibt es halt immer so eine kleine Story dazu. Und ja, es ist dann meistens eben immer das Gleiche eben, aber ja. Ich finde es ein bisschen doof, wenn ich jetzt das offline mache und dann kommen irgendwelche Gespräche dazwischen von Charakteren wie das von Panem. Was ich ja nicht ausschalten konnte oder besser gesagt wegdrücken konnte. Und deshalb, ja, würde man sonst auch ein bisschen was verpassen vielleicht. NC-Bewohner. Okay. Was ist denn das? Ich glaube, der Medizinschrank sollte im Haus sein, nicht außerhalb des Hauses. Okay, what the hell ist hier drüben los? Ja, gut. Ich nehme den Loot gerne mit. Ihr braucht das Zeug ja hier nicht mehr. Schön, vor allem haben die Cops sehr starke Gegenstände. Oder gute Gegenstände, rot und lila. Hey, it's Rachel. The Passion Project, BD. Oh yeah. What's up? We've got a crisis on our hands. Could really use your help. Stevenson's had a breakdown. Nothing any shrink can do about it. Can you come here to the studio just to talk to him? Fine, sure. On my way. She said she'll come. Thanks, V. Eben, wie solche Dinge. Die einfach dazwischen funken. Hier ist irgendwas Komisches passiert und wir haben einen Splitter bekommen mit Insasse. Habe ich da gelesen? Nur ist die Frage, wo ist der Splitter? Hä? Wäre manchmal noch gut, wenn man irgendwie das Ganze so sortieren könnte, dass man weiß, welcher Splitter zu oberst. Also am neuesten ist.
Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Ne, Schmuggel ist was anderes. Bedienungsanleitung, Konzept. Gut. Schade. Ah, hier. Sonstiges. Achtung, Insasse NC349900ED Seth Miller. Achtung, ein Konvoi wird planmäßig den Insassen Seth Miller verurteilt wegen dreifachen Mordes von Rancho Coronado zum städtischen Gericht in den Glen transportieren. Der Insasse hat Verbindung zu der kriminellen Organisation, die als Sixth Street Gang bekannt und im Bezirk Rancho Coronado aktiv ist. Für die Dauer des Transports gilt Warnstufe Rot. Der Konvoi muss von einem schwer gepanzerten und bewaffneten Security-Team begleitet werden. Was diese Gespräche sind, I don't know. Okay, niemand mehr ist hier drin. Weißt du, dass jetzt dieser Insasse ist entkommen? Oder bist du der Insasse? Du bist einfach ein Zivilist, der hier rumsteht. Wieso auch immer. In einem Schutzanzug. Bisschen weird. Aber okay. Naja, der ist dann wohl gekommen. Vielleicht treffen wir irgendwann mal auf ihn. Who knows? Und offensichtlich braucht Rachel und Stevenson, ist er glaube ich, doch plötzlich unsere Hilfe. Hey, obwohl sie ja gesagt haben, ich soll da, soll mich da irgendwie einfach raushalten und gar nichts mehr damit zu tun haben. Weit außen von der NC, irgendwo in den hässlichsten Grotten. In den hintersten Ecken. Gut. Es gibt auch wieder andere Dinge. Na? Oh Gott, nothing makes sense. Was ist hier passiert? Mark Elberg und Robert Chmurkowski. Sehr geehrter Herr Robert Chmurkowski, gerne bestätigen wir Ihnen hiermit, dass Ihr Wohnantrag für das Haus in der Malagra Street entsprechend Artikel 4a Abschnitt 5.3 des Housing Acts vom 14. April 2055 genehmigt wurde. Okay, das ist ein bisschen komisch geschrieben. Mit freundlichen Grüßen, Mark Elberg, Housing Specialist. Cool, danke für die Info. Na und jetzt? Was bringt mir das? Oder haben wir jetzt... Sprich mit Vasquez, geht zum Lager der Lager de Caldos. Den Cyberpsycho sind abgeschlossen. Oder haben wir jetzt was anderes vielleicht auf der Karte entdeckt? Begib dich zum Haus in der Malagra Street. Okay. Was auch immer da uns erwartet.
Und so, es gibt ja hier noch einen anderen Auftrag. Aber das hier habe ich schon ein paar Mal gesehen und gelesen. Das ist so ein bisschen so, wie heißt's? Die Grove Street darstellen von San Andreas. Ich speichere vorher kurz. Die Verseuchung ist ziemlich stark, ich liebe. Und das ist mega gut. Kann man einfach Leute ausschalten, ohne dass sie es merken, dass ich hier bin. Besser als die anderen, die wir hatten. Lass mal sehen, was gibt's hier. Ich brauche ihre Hilfe. Okay, das ist bloß Schrott. David McBride und James Benton hätte da was für dich. Okay, zuerst einmal werden wir dir genug Eddies geben, um all deine Bedenken über die Sache verschwinden zu lassen. Du musst nur Folgendes für uns tun. Geh einfach arbeiten, nimm dabei ein paar Sachen mit. Ein paar Tools kommen mit Geschenken zu dir. Kein Grund zur Sorge. Du packst die Ware im Garten, in die Küche, zu und sag, was immer du willst. Hauptsache die Sache läuft. Wenn du cool bleibst, wirst du bald in einem Penthouse und kannst dir die besten Showtools noch hochbestellen. Verstanden? Klar, schmeiß sie in die Küche, dann werden sie verteilt. Aber denk dran, wenn du irgendjemandem davon erzählst, bist du dran. Die Jungs kommen morgen vorbei, man sieht sie. Okay, es sollte offensichtlich ein bisschen so wie ein Drogenboot, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich agieren. Und Stuff verticken. Leider hat es aber jemandem erzählt und deshalb lief das nicht so gut. Ich schätze mal, ins Haus kommen wir hier nicht. Von ihm. Obwohl. Okay, nee. Zu ihm ins Haus kommen wir nicht. Schade. Guess I'll fucking do it myself. That's so nice. Ich glaube, da ist jemand drin im Haus. Mit diesen komischen Flamingos zu tun. Sieht ja schrecklich aus. Okay, geht nicht. Oh shit! Boah, bin ich erschrocken.
Alter, die hat mich richtig erschrocken. Bisschen zusammengezuckt. Ich weiß auch nicht, wieso ich mittlerweile mehr in die Autos schaue. Irgendwie hoffe ich, glaube ich, manchmal, dass was drin sein könnte, das irgendwie wichtig ist oder man vielleicht passen würde. Ja, auf jeden Fall haben wir die offensichtlich ausgemerzt. Robert Zemorkowski und gelöscht. Jo, meine Oma ist abgekratzt. Die Vollidioten haben nicht gemerkt, dass ihr Testament geändert wurde. Bringst du heute das Zeug vorbei? Hast du das Erbe schon bekommen? Na klar, hat sie dir viel hinterlassen? Eine ganze Menge, June. Also, wie sieht es denn aus? Kommst du vorbei? Klar, dann bringe ich noch ein bisschen was extra mit, damit wir richtig zusammenfallen können. Hört sich gut an. Naja. Irgendwie lustig, wenn es ein Achievement geben würde, wenn man alle Flamingos umschießen würde. Hier gibt. Irgendwie ist es gerade ziemlich ruhig hier. Finde ich ein bisschen komisch. Aber gut, ich würde sagen, das war's erstmal wieder von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Choose. Scotty, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai.
We have a city to burn.